Wo bekomme ich eine Schaufel? Eine Schaufel? Draußen ist eine. Beim Wagen. Versuche, die Truhe zu öffnen. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Die Klinge nimmst du in die linke Hand und nutzt sie, um den Mechanismus im richtigen Moment zu drehen. Das ist keine... Hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Und verkackst du's. Du musst von vorn anfangen. Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen war bis nach Kuttenberg zu hören. Du musst dich vorsehen. Ein erfahrener Wachmann würde dieses Geräusch sofort erkennen. Aus dir wird wohl doch noch was, Heinrich. Aber merk dir eins, diese Truhe ist nur zum Üben. Bei richtigen Schlössern musst du auf den Dietrich aufpassen. Versuch's noch ein paar Mal und dann viel Glück bei der Feuertaufe.
Das mag etwas seltsam klingen, aber du hast doch neulich diesen Schurken begraben. Er war mein Freund. Er trug einen Ring als Glücksbringer, und da er ihn nicht mehr benötigt, dachte ich, dass ich die Toten ausnehme und ihn habe? Bestimmt warst du nicht so töricht, ihn mit einem solchen Kleinod zu begraben. Oder etwa doch? Du hast recht, ich habe den Ring. Aber er ist Schund. Du kannst ihn für ein paar Groschen haben. Danke, aber ich bin nicht interessiert. Könntest du dich vielleicht entscheiden, was du willst? Was hast du hier zu schaffen? Noch etwas? Wer ist da? Ich habe das Geld für den Ring. Also gut, hier ist er. Ich weiß allerdings nicht, warum er dir so wichtig ist. Das ist doch Schund. Was zum... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Beste Grüße. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kuhelnitz zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Gestohlene Ware? Nein, danke. Ich bin kein Dieb. Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kuhelnitz und Simon in Sasau. Erzähl mir von Wojcik. Der ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erst mal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker, selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Würdest du mir etwas übers, Müllers Handwerk beibringen? Also, wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Hey!
Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe, und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Hast du etwas gefunden, was du willst? Klau mir meinen Dolch. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! So ist es gut. Hab kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Übe am besten an Betrunkenen oder Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Ich möchte noch einen Diebstahl probieren. Wie du willst. Ich bleibe hier stehen und tu so. Du musst die Börse. Hast du etwas? Klau mir meinen Dolch. Ich bleibe hier stehen und du musst die. Hast du? Klau. Hab dich! Wäre das echt gewesen, hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt... Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich... Hab dich! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen... Würde ich jetzt nach der Wache rufen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! So ist es gut. Hab komm. Über. Danke, Pesche. Gern geschehen. Kannst du mich im Taschendiebstahl ausbilden? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Vielleicht ein anderes Mal. Allmächtiger.